Hi Leute, weiter geht's mit Letzte Retro-Pokémon, die blaue Edition. Wir sind hier in Vertania City, auf dem Weg zum Pokémon Center, denn nachdem wir alle Trainer, bis auf den Arenaleiter, in der Pokémon Arena besiegt haben, haben sich unsere Pokémon eine Pause verdient. Und jetzt werden wir Giovanni besiegen. Vielleicht erreicht Nebulak dann ja auch Level 23. Oder 22 ist es, glaube ich, schon. Level 23 und dann entwickelt es sich vielleicht auch. Naja, mal sehen. So. Nicht hier. Hier. Ha, ha, willkommen in meinem Geheimversteck. Ja, wollte ich das Team Rocket wieder auferstehen lassen. Aber du hast mich schon wieder aufgespürt. Also gut. Aber dieses Mal kenne ich keine Gnade. Ich, Giovanni, der größte aller Trainer, fordere Revanche. Die kannst du haben. Giovanni möchte kämpfen, besitzt 5 Pokémon und setzt Rihorn ein. Los, Nebulak! Besiege Rihorn mit Konfustrahl. Und Schlecker. Ja, sehr gut. Ein Volltreffer, juhu! Ja, es ist paralysiert. Und hat sich selbst verletzt, juhu! Nachtnebel! Ach, Mist, ging daneben. Sehr gut, ist nicht mehr verwirrt. Egal, wir besiegen es jetzt mit Nachtnebel. Ich glaube, einen Schlecker werden wir zum Schluss noch machen, um es zu besiegen. Weil es ganz knapp überleben wird. Ja. Ja, das sind vielleicht sogar 2 Schlecker noch. Ein Volltreffer. Und trotzdem hat es nicht gereicht. Schade. Es ist immer noch am Leben. Okay. Aber jetzt. Dictry wird in den Kampf geschickt. Da setzen wir Turtok ein. Megablock. Schön für dich. Surfer! Nidoqueen. Ah, Nidoqueen ist eigentlich ein normales Pokémon. Da hat, glaube ich, Schlecker keinen Effekt drauf, aber wir kämpfen trotzdem mal. Es hat Rutenschlag. Ich hoffe nur, es hat keine Attacke, mit der es Nebulak sofort besiegt. Hey, das hat viel Schaden gemacht und das, obwohl es nicht mal ein Volltreffer war. Cool. Ich glaube, Nidoqueen möchte ich mit Konfuscher und Schlecker besiegen. Ja, endlich hat es sich mal selbst verletzt. Ist nicht mehr verwirrt. Konfustrahl! Nidoqueen hat der Megablock bekommen. Ich glaube, dadurch kann es nicht mal mehr paralysiert werden. Aber egal, ich nehme trotzdem Schlecker her. Macht auch ein bisschen Schaden. Volltreffer, juhu. Oh, doch
paralysiert. Ha! Ach nein, der Megablock war wegen Heuler und sowas. Dass die Status werde reduziert werden. Genau. So eine Attacke hat Nibulak eh nicht. Ist nicht mehr verwirrt. Okay. Konfustrahl. Also was hat das? Rutenschlag und Body Slam. Haben alle beide keine Wirkung. Also zumindest effektiv gesehen nicht. Ist nicht mehr verwirrt. Was hat es denn noch? Ja, es hat sich wieder selbst verletzt. Und wieder. Schade. Ist nicht mehr verwirrt, aber paralysiert. Noch zweimal selbst verletzen, dann ist es besiegt. Ja, nur noch einmal. Ach komm, schon wieder nicht mehr verwirrt. Wobei, statt Konfuschrei hätte ich jetzt einfach einen Nachtnebel machen sollen. So, Schlecker! Volltreffer und besiegt! Haha! Nibulak erreicht Level 23, juhu! Nidoking kommt jetzt. Wir wechseln nicht. Bei Nidoking werden wir jetzt Nachtnebel benutzen. Aber natürlich erst, nachdem es paralysiert worden ist. Hornattacke hat es. Sehr schön. Nicht mehr verwirrt. Fuchtler. Hat keine Wirkung. Sehr gut. Schlägt um sich, aber das hat keine Wirkung. Es hat also zwei Attacken, die keine Wirkung auf uns haben. Das ist sehr gut. Sehr schön. Wieder Fuchtler. Ja, paralysiert. Aber jetzt haben wir nur noch zwei Schlecker, einen Konfusstrahl. Vielleicht besiegen wir es wieder auf diese Weise, oder? Ah nein, wir machen Nachtnebel. Ist nicht mehr verwirrt, aber paralysiert. Ich mache noch einen Nachtnebel. Die zwei Schlecker würden wahrscheinlich nicht ausreichen, um es zu besiegen, also hebe ich sie mir auf. Nibulak erreicht Level 24, juhu! Slime erreicht Level 33, juhu! Und lernt Komprimator, ah, dann entwickelt es sich nicht. Wenn es eine Attacke lernt, entwickelt es sich nicht. Glaube ich zumindest, ich bin mir nicht sicher. Rizeros! Die Entwicklung von Rihorn. Auch das schafft Nibulak noch. Konfustrahl. Bis auf Dictry, das es glaube ich hatte, haben wir jetzt die ganze Zeit nur Nibulak benutzt. Cool. Schlecker. Und nochmal Schlecker. Komm schon, paralysiert werden. Schade, nicht mehr verwirrt. Geofissur. Blieb unversehrt. Ich hoffe, es hat keinen Effekt auf uns. Es benutzt die ganze Zeit nur Geofissur. Ich hoffe, es benutzt mal was anderes. Etwas, bei dem wir wissen, dass es nicht trifft. Geofissur, glaube ich, kann treffen, aber hat eine sehr geringe Wahrscheinlichkeit zu treffen. Megablock. Ja, das ist auch in Ordnung.
Ein Nachtnebel hätten wir noch übrig gehabt. Wow. Nebelblock erhält 1092 Erfahrungspunkte. Das ist sehr viel und erreicht Level 25. Giovanni wurde besiegt. Ha! Der Kampf war hart, aber fair. Du hast gewonnen. Und nimm bitte den Erdohrring zum Zeichen meiner Anerkennung. 4950 Pokédollar erhalten. Hey, Nebulak entwickelt sich! Ja! Nebulak wurde zu Apollo! Als Träger des Erdordens werden dir alle Pokémon jeglichen Levels gehorchen. Er stellt den Beweis deines Gönnens als Pokémon-Trainer dar. Außerdem gewährt er dir den Zugang zur Pokémon-Liga. Nimm dieses Geschenk mit in dein Pokémon-Liga-Abenteuer. Winde erhält TM27. TM27 ist Geofissur. Man kann damit ein Pokémon mit nur einem Treffer besiegen. Ich habe sie vor langer Zeit geschaffen, als ich hier noch Arenaleiter war. Ich habe meinen Meister gefunden. Meine Taten waren schlecht. Ich löse das Team Rocket auf. Von nun an widme ich mein Leben dem Studium der Pokémon. Vielleicht sehen wir uns eines Tages wieder. Lebe wohl. Tja, das ist er weg. Wir haben den Erdorden, Leute. Sehen wir ihn uns gleich an. Da ist er. Eine Feder. Wir haben jetzt alle 8 Ohren, Leute. Geil. Und wir lesen den Pokédex-Eintrag für Apollo. Sobald wir es gefunden haben. Da. Das ist der Ruf. Apollo kann da im Pokémon-Turm gefunden werden, tatsächlich. Und Daten. Apollo, ein Gas-Pokémon. Größe 1,6 Meter, Gewicht 0,1 Kilogramm. Also 100 Gramm. Nummer 93. Dieses Pokémon stammt angeblich aus einer anderen Dimension, da es durch Wände gehen kann. So. Jetzt müsste ich mal nachsehen, wann sich Nebulox sein Apollo entwickelt. Denn wenn es bei Level 24 schon war, oder 23... Dann wäre Nebulak jetzt fertig für den Tausch, Apollo. Dann würde ich es ablegen, solange bis wir noch das zweite Pinsir und dann in der roten Edition die 2 Sichlos gefangen haben. So, aber jetzt erstmal zum Pokémon Center. Heilen. Währenddessen sehe ich tatsächlich mal kurz nach. So, Nebulak, Pokémon-Wiki. Wann entwickelt es sich? Level 25? Hä? Oh, Tatsache, 25! Ich dachte, es wäre Level 24 erst. Und hab dann tatsächlich gedacht, hä, wie kann das sein, wenn es sich bei Level 25 erst entwickelt und es erst Level 24 ist. Aber gut, das heißt, Apollo bleibt noch, bis es Level 26 hat, bei uns. Gehen wir zum Markt, verkaufen wir die TM. Ich brauche sie nicht. Hier, für 2.500 Pokédollar. Wir haben fast 100.000 Leute, geil. Gut. Dann gehen wir jetzt auf die Route 22, ist das, glaube ich. Mal nachsehen. Route 22, ja. Aber den Detektor möchte ich auch benutzen. Nichts, schade. Hier gab es nämlich, glaube ich, 1 oder 2 Sachen. Aber ich bin mir nicht mehr sicher.
So, machen wir. Sehen wir uns erstmal hier unten um. Nichts. 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 Und wieder nichts. Na gut. Hier, Leute, ich dachte immer, die Pokémon hier haben ein hohes Level, aber tatsächlich haben die Pokémon hier ein ganz niedriges Level. Wir hätten also hier bereits Habitak und die Nidorans und sowas fangen können. Zu Beginn. Naja. Schlecker. Ach Mist, Schlecker hat keine Wirkung bei auf Vogel-Pokémon, glaube ich. Dann Nachtnebel. Oder Flug-Pokémon hat es, glaube ich, keine Wirkung. Okay. Ah, da kommt noch eins. Ein weibliches Nidoran. Level 2, Leute. Schlecker. Wenn ich die gelbe Edition spiele, denke ich hoffentlich daran. So, haben wir hier vielleicht was mit dem Detektor? Nein. So, wie viel Zeit haben wir jetzt noch? 30 Sekunden. Wisst ihr was, Leute? Dann höre ich hier auf. Denn jetzt kommt dann, nach langer Zeit, kommt mal wieder der Darius. Und den würde ich jetzt nicht mehr bekämpfen, weil das machen wir in der nächsten Folge. Deswegen, ja, sehen wir uns halt morgen wieder in der roten Edition und übermorgen wieder hier in der blauen Edition, wenn wir gegen Darius kämpfen. Ciao!